Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Diesmal Destroy All Humans. Ich habe es gestern schon versucht anzuzocken, aber ich bin halt nur am Anfang geblieben, weil dann kam Frau und Kind runter. Die Kleine hat gestern halt nicht gerade viel Mittagsschlaf gemacht. Also ich habe nur eine Trophäe gekriegt am Anfang, das zeige ich euch gleich. Wir gucken uns zwar noch alle Videos an, aber wie gesagt, ich nehme das jetzt so auf, wie ich es hier vor mir habe, in 4K. Ich spiele auf der PS4 Pro mit einer hohen Bitrate. HDR hat das Spiel nicht, sonst würde es mir angezeigt werden. Einzige, was ich jetzt gemacht habe bei den Optionen, ich habe das Audio für Musik habe ich halt auf 69 runtersetzt. Machen wir mal 65. Neues Spiel. Ihr seht, ich habe hier halt nur wirklich nicht lange. Deswegen, auf geht's. Ich werde auch die Videos alle wieder für euch lassen. Meine Freunde, habt ihr jemals zum Nachthimmel aufgeschaut und euch gefragt, ob es auch auf anderen Planeten Leben geben könnte? Welch wundersame Wesen wohl dort existieren können? Freundschaftliche Art. Wartet bei euch jetzt so, dass es kurzzeitig laut war? Sehnen, indem die Menschheit ihre ersten vorsichtigen Schritte ins Weltall wagt. Welche Legende würde man sich wohl von dem glorreichen Tag erzählen, an dem wir mit unseren Brüdern jenseits der Sterne in Kontakt kamen? Fünf. Systeme bereit, General. Vier. Komm schon, Baby. Zeig uns, was du drauf hast. Drei. Was zur Hölle? Zwei. Was zum Henker ist denn das? Eins. Nein, stopp. Stopp den Countdown. Den Anfang hatte ich so gar nicht in Erinnerung, das alles. Erst mit der Kuhweide. Und hier landen wir halt auch anders. Ich habe es in Erinnerung, dass wir landen und dann nach rechts gehen müssen. Hier gehen wir geradeaus. Werdet ihr da gleich sehen. Ich hätte dich nie losschicken sollen. Was geht ab, Pox? Du wirkst etwas, wie sagt man, etwas verstopft. Sagen wir mal, hoffentlich bist du keine Sackgasse der Evolution wie dein Vorgänger. Was? Ich kann dir nicht folgen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Nicht viele von uns wissen das. Aber die DNS-Muster in unseren Klonbänken degenerieren immer weiter mit jedem neuen Klon. Das ist schlecht, oder? Nur wenn wir durch das Klonen unsere Unsterblichkeit bewahren wollen. Natürlich ist das schlecht! Ich habe Crypto 136 zu einem Planeten geschickt, den wir vor vielen Äonen besucht haben. Einen Planeten voll mit purer Furonen-DNS. Der Kontakt ist abgebrochen. Verstehe ich das richtig? Du hast mich, ihn, Krypto 136, auf einen feindlichen Planeten geschickt und er ist verschwunden. Woher kenn ich vielleicht die Stimme? Gefangen? Wird vielleicht gerade in diesem Augenblick gefoltert? Ich habe gestern schon überlegt. Ja klar, das würdest du niemals. Hör mir mal kurz zu, Pox.
Du bist echt ein Intelligenzbolzen, aber manchmal soll man nachdenken und manchmal besser einfach handeln. Und so ist es auch jetzt. Und was? Zweiteres. Vielleicht ich hoffe, recht, ich auch, klar habe ich aber ich hoffe, dass das Spiel laut genug ist für euch. Ein Kryptosporidium, der von Affen gefangen gehalten wird? Wir müssen dahin. Wir müssen ein paar Hirne verhackstückeln. Wir müssen mich retten. Ihn. Er muss mich retten. Ich meine, wir müssen. Ich muss. Verdammt, Mann. Wann kann ich was in die Luft jagen? Geduld. Der Doofe ist bei meinem Aufnahmeprogramm von Avamedia, dass halt, ich habe das Spielen wirklich nur ab und zu mal so ein kleines genau Stück, ein kleines Stück grün. Also, Mikrofon ist mehr grün, aber trotzdem bin ich manchmal leiser als das Spiel. Also das ist echt beschissen einzustellen. Den Hardware-Monitor hier noch aufrufen, damit ich den beobachten kann. Jetzt landen wir und dann müssen wir drei Kühe scannen. Das habe ich gestern auch gemacht und weiter habe ich nicht gemacht. Ja, die Sprüche sind auch so geil beim Spiel, ey. Ich weiß es gar nicht mehr. War die erste Version, war die auf Englisch oder war die auch auf Deutsch? Ich möchte sagen, die erste Version, also Original, war damals auf Englisch. Die Grafik sieht ganz gut aus, finde ich. Habe ich gestern auch gesagt. Oh, mit den Hintergrundgeräuschen und das alles richtig gut. Autopox an Kryptosporidium 137. Bitte komm, Kryptosporidium. Krypto hier. Wie ist die Aussicht? So sicher an Bord des Mutterschiffs. Sehr witzig. Sagen wir einfach, ich bin froh, dass ich hier oben bin. Und du dort unten. Widerlicher kleiner Planet. Also, Krypto, um den reibungslosen Ablauf der Invasion sicherzustellen, ist es unumgänglich, die dominante Lebensform dieser Welt auszumachen. Diese eutertragenden Wiederkäuer werden dominant. Du meinst doch bestimmt nicht diese übel riechenden Gasbeutel hinter dem Zaun? Doch, ich fürchte schon. Aber die bestehen doch nur aus Nippeln. Sofort, Kryptosporidium! Oh, und Krypto, überprüfe besser, ob dein Anzug auch in der irdischen Atmosphäre einsatzfähig ist. Los, beweg dein Hintern! Wir können mit dem Cortex-Scan in die Köpfe niederer Lebensformen blicken. Reiß ihre Gedanken aus ihren armseligen kleinen Gehirnen heraus. Nun? Primitiv. Doch wohl so tiefe Einsichten. Scanne noch eine. Wieder nur Mu. Ich habe den Verdacht, dieser Flüssigkeit verlieren, denn wieder
uns in das Licht führen. Die essen mit dem Mund? Ich glaube, mir wird gleich furchtbar übel. Achtung, Achtung, Erdlinge. Dieser Planet ist ab sofort Teil des Furonischen Imperiums. Eure gnädigen Herrscher grüßen euch. Wir würden dich gern zum Zweck wissenschaftlicher Untersuchungen entführen. Diese Prozedur wird langwierig und sehr unangenehm. Irgendwelche Einwände? Erdling, ich spreche mit dir. Antworte, oder du wirst vaporisiert. Mich interessiert nicht, wie viele Mägen du hast. Ich habe keine Zeit für sowas. Wir Furonen besitzen die unglaubliche Macht der Psychokinese, Crypto. Nimm ein Objekt oder eine Kreatur ins Visier und hebe sie in die Luft. Mach diese streitsüchtigen Wiederkäuer mit deiner PK fertig. Ramm sie und gespenst in den Boden. Verflucht seien diese Kreaturen. Gute Arbeit, Crypto. Martha, du hast mir gar nicht gesagt, dass wir heute Abend grillen. Moment mal, das ist kein Steak, das ist... Du heiliger Strohsack! Martha, gib mir die Flinte! Das sieht nach einem Fall für den Zap-O-Matik aus. Grill den Farmer! Extrahiere den Hirnstamm aus dem, was von diesem Betriebslandwirt noch übrig ist. Du kannst den Hirnstamm aufnehmen und so Furonen, den es sammeln. Harold, komm her, das musst du dir ansehen. Da ist ein sprechendes Pferd im Fernsehen. Sowas hab ich wirklich noch nie. Kleine grüne Männchen! Ich bin nicht grün. Okay. Ja, wenn die getroffen werden, nimmt das Schild ab, ist klar. Sei gnadenlos, lass keinen am Leben. Oh, nicht schon. Ja, was hältst du mich, ein Hufeisen? L2 war das. Ist schon besser als zu Fuß gehen. Ich mag meine Bessie, aber ich mag auch meine... Hat diese Kuh gerade gespielt? Oh, was gäbe ich jetzt für eine Kuh? Diese außerirdischen pumpe ich mit Bleiroll, wenn sie mal schaffen. Was wartet jetzt? Viereck. Hier nicht noch immer, ich hatte doch hier da vorne. Weißt du, versuchst doch glatt zu gestohlen hat, oder? Fliegender Farmer, Möbel, so was sieht man auch. Hervorragende Arbeit, Crypto.
Lass mich los, du Shit! Gute Arbeit, Crypto! Und Polizei. Guten Abend, Miss Turnipseed. Bauer Dixon von der anderen Seite der Straße hat uns angerufen. Er hat gesagt, er hat ziemlich seltsame Geräusche aus dieser Richtung hier gehört. Kleine grüne Männchen! Was ist das? Ein neues Silo? Mit einer Strahlkanone! Crypto! Dieser menschliche Gesetzeshüter versucht offenbar, sich ohne Befugnis Zutritt zu deinem Raumschiff zu verschaffen. Wenn diesen Erbsenhirn dein Quantendekonstruktor in die Hände fiele, könnten sie ein Loch in das Raumzeitkontinuum reißen. Um Furons Willen, vaporisiere sie, Crypto! Kennt ihr die Frau, die ihre Becken... Jeremiah steckt aber schon ganz schön lange im Schafstall. Crypto, mein Radar zeigt mehr Menschen im Anmarsch. Schnell zum Raumschiff! Zu schützen, zu dienen und zu schützen. Heute ist ein guter Tag, um Ich mag diesen Nixon. Ich glaube, dass er uns Polizisten wieder zu großer Beliebtheit. Schwing dich in dein Raumschiff und vernichte alles, was dir vor die Rohre kommt. Dreh eine Runde in deinem Raumschiff, Crypto. Entwickle ein Gespür für die Steuerung und dann feuer drauf los. Zerstöre alle Gebäude, hinterlasse keine Spuren. Bombe diese Affen zurück in die Steinzeit. Das ist geil. Verwundbar, okay.
vielleicht auch die Strohballen machen. Vielleicht gibt es ja dafür. Wir sollen ja nur die Häuser machen, aber vielleicht gibt es ja dafür eine Trophäe oder extra Punkte oder so. Alle zerstört. Es fehlt eigentlich nur noch das Haus. Gut geschossen, Crypto. Oh, jetzt kommt Militär. Oh, das ist ja wirklich so, wie ich es abgefackelt habe, alles. Ausrücken, Männer! Los, los, los! Links vor stets voran. Links vor stets voran. McCarthy, der ist unser Mann. McCarthy, der ist unser Mann. So eine Freude. Die menschliche Kriegsmaschinerie. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ihren Anführern von unserer Anwesenheit berichten. Lösche sie aus! Sofort! Feuer frei! Crypto, hiermit gebe ich dir die Erlaubnis, alle Menschen zu vernichten! Pass auf, nördlich in den Büschen sind noch mehr. Lade die Schilde deines Raumschiffs einfach auf, indem du einem beliebigen menschlichen Fahrzeug Energie entziehst. Die Menschen holen zum letzten Schlag aus. Lösche sie ein für alle Mal aus. Wo denn? Und dann? Hervorragende Arbeit, Crypto. Man in Black jetzt, oder was? Hast du das auch gesehen? Darauf kannst du einen lassen. Was hast du gesehen? Ein kleines grünes Männchen in einer Untertasse, das die beste Einheit der US Army ausgelöscht hat. Ja, gut. Ich auch. Grün? Nicht grau? Mach dich nicht lächerlich. Weißt du, was das bedeutet? Natürlich. Was denn? Das heißt, die Zeitungen hatten ausnahmsweise mal recht. Ruf Silhouette an. Der schlimmste anzunehmende Fall ist eingetreten. Lagen die Streber etwa richtig? Ich glaub's ja nicht. Solltest du aber. Roswell war erst der Anfang. Die Invasion hat begonnen.
Ertränke eine Kuh im See, töte die Frau des Bauern mit Hilfe eines Hühnchens. Okay. Kriegen wir hin. Na dann, ich weiß, was du jetzt denkst. Was kann ich als einfacher Neuling tun, um bei der Vernichtung der Erde und dem Aufstieg des Furunischen Imperiums zu helfen? Ich verrate es dir. In der Frühphase des Imperiums haben wir bereits realisiert, dass unsere Stärke dem Tode geweiht ist. Äonenlang haben wir Kriege gegen unterlegene Rassen geführt, mit Atomwaffen, die unsere Gene mutieren ließen. Wir konnten uns nicht mehr fortpflanzen, was auf den Mangel an Genitalien zurückzuführen ist. Glücklicherweise stieß ein Furonenschiff auf dem Rückweg von der Zerstörung der Marsianer auf die Erde. Die menschliche Gesellschaft war jung und paarungswillig. Unsere Kadetten waren auf einem fremden Planeten, sie wollten Dampf ablassen. Die Kurzfassung davon ist, jeder einzelne Mensch, der heute auf der Erde lebt, hat tief im Innersten seines genetischen Codes einen Strang Furonen-DNS. Im Laufe der Äonen haben wir zwar gelernt, uns zu klonen, aber mit jeder neuen Version geht ein Informationsverlust einher und die Ergebnisse werden unvorhersehbar. Die Furonengene in der menschlichen DNS sind uralt und unberührt. Sie stellen die Zukunft unserer Spezies dar, wenn wir sie nur erlangen könnten. Willkommen in meinem kleinen Labor. Vielleicht wusstest du das nicht, aber ich betrachte mich als eine Art Erfinder. In meiner Freizeit habe ich ein paar sehr beeindruckende Upgrades für Waffen und für verschiedene Fähigkeiten entwickelt. Ich wäre bereit, sie mit dir zu teilen, falls du etwas im Tausch anbieten kannst. Zum Beispiel etwas von dieser köstlichen DNS, die du gesammelt hast. Hm? Hab ich verklickt. Ich wollte nicht auf Hauptmenü, ich wollte einfach fortsetzen, ja. Die Bilder sind auch geil. Und mit dem Farmer, das muss ich dann nochmal machen. Also ich muss dann nur noch mit dem Hühnchen die Frau töten und eine Kuh ins Wasser schmeißen. Dann habe ich das eigentlich erledigt. Ich sehe eine Horde Menschen vor dir an einer Art heiligem Versammlungsort. Das ist der Plan. Du mischst dich unter sie, findest einen hilfsbereiten Menschen und führst ihn zurück zu deinem Schiff zum Verhör. Verstanden? No. Thank you.
dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Der außerirdischen pumpe ich mit Blei voll. Der alte Jet ist angeblich auf Öl. Ich mag meine Bessie, aber ich mag auch meine Steaks. Mama, mein Gehirn Crypto, wie sollen wir an Informationen kommen, wenn du wichtige Leute tötest? Komm zurück zum Mutterschiff! Töte keinen Menschen, ach so. Ich dachte, ich kann ein paar wenigstens töten. Crypto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Lass den Bauern fallen, verdammt! Crypto, wie sollen wir an Informationen kommen, wenn du wichtige Leute tötest? Komm zurück zum Mutterschiff! Ist der Stahlkreis nach unten, oder? Crypto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Vergiss nicht, dich zu tarnen, Crypto. Du bist bitte? Nicht gerade... Kein guter Tag, um meine Pillen... Mhm. Jetzt, wo die Tarnung steht, solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Du willst ja sicher nicht, dass du mitten in einem Haufen Feinde deine Konzentration verlierst. Was zur?
ein Mutantenschwein! Schnell! Da frisst ein riesiger, haarloser Hamster unsere Rüben! Einen Polizisten kann ich nicht machen. Die sind alle nur am Vögeln hier. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, den wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Eigentlich würde ich gerne dirigieren. Also Tiere dirigieren. Das dachten wir auch. Aber offenbar ist Bell Cambridge den Ruhesturm zu ihm rausgefahren und musste Martha in der Zwangsjacke abschließen lassen. Was genau meinte Kinsey in seinem Report? Zieh dich warm an, Lana Turner. Mit mir kann die Welt ist ein Drecksloch. Wer hätte das gedacht? Ich setz mich lieber mal hin. Schon wieder. Redrum. Ah, das Herz Amerikas, wo Männer noch Männer und Kühe noch willig sind. Ich hab mein Busticket. Hollywood, ich komme. Das wird mein großer Durch. Ich nehme Mr. Meer aus in der Kiste. Letzten Abend bei ein paar Cocktails mit den Teilnehmerinnen des Wettbewerbs geplaudert. Mann, dieses sprechende Pferd im Fernsehen ist der Brüller. Was wir brauchen, ist eine Gewerkschaft der Farmarbeit. Der beste Test für einen vernünftigen Präsidentschaftskandidaten ist doch ganz klar. Wenn ich nur Joe Bob meine geheime Liebe gestehen könnte. Also Joe Bob dem Huhn. Ich liebe dieses Tier so. Ich will Miss Rockwell heiraten, aber stattdessen sitze ich hier, Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer... Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein, aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Ja, die Eiweißkörper aus dem urzeitlichen Schlamm. Ein Muster bildet sich. Es kenne noch mehr Menschen, Crypto. Ja, der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, bla 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 bla. Bringen wir es schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können. Zeit mit der sexy Miss Rockwell. Ich bin Königin. Endlich. Wenn Mama mir noch einmal Kohlsuppe aufgetischt hätte, wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch, halber Hahn oder fette Henne. Hauptsache Geflügel. Okay, Crypto. Ich habe alle Gedanken analysiert, die du gesammelt hast, und ich glaube, ich habe das ideale Subjekt gefunden, um es zu... Untersuchen und vaporisieren. Nein, um es in das Mutterschiff zu entführen. Meine Idee klingt spaßiger. Entführen, nicht vaporisieren. Okay, aber die Menschheit löscht sich nicht von alleine aus. Nur so nebenbei. Darf ich ausreden? Lässt du dich aufhalten? Wo war ich? Die frisch gekrönte Miss Rockwell scheint ideal zu sein für unsere Zwecke. Die anderen Menschen beneiden und bewundern sie. Sie ist leicht zu überzeugen. Und was am besten ist, ihr Gehirn hat offenbar die Größe einer Erdnuss. Hypnotisiere sie und bring sie zur Extraktion zum Schiff. Pflanze einem mickrigen menschlichen Gehirn einen Befehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Crypto, was machst du denn da? Zurück in Reich... Na, scheiße. Ich wollte nur zum Farmer mich auffrischen, aber muss ich einen anderen nehmen. Für
pflanze einem menschlichen Hirn einen Befehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Nur einseitig talentiert, wenn du verstehst. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Oh ja, das erinnert mich an was. Hast du das von Harry hätte schwören können, da war was. Was soll ich gehört haben? Die sind oben in den Mäulen und besuchen Johnny. Wo ist der Ausgang? Genießt das Fest! Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schleudersitz. Der ist eine Todesfalle. Muss weiter Füße bringen mich um. Ach, verdammte Absätze. Halt, ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Ich muss in den dunklen und geheimnisvollen Wald. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Leuten, die in einen dunklen und geheimnisvollen Wald gehen, passiert nie etwas. Besonders nicht in Märchen oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also, kein Grund zur Panik. Ich kann mich nicht daran erinnern, hier geparkt zu haben. Ha, zugegeben, ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Mein Auto ist irgendwie größer geworden und runder und irgendwie untertassenförmiger. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Und langes, welliges Haar wie Libera. Moment mal. Da, wo bin ich? Das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh oh. Oh oh. Was geschieht mit mir? Oh Gott, bitte nicht. Oh bitte, das kitzelt. Zeit für die Sonde. Oh ja, genau da, nicht aufhören. Oh, das fühlt sich wunderbar an. Klappt immer. Beeilung, Crypto! Die Polizisten sind unterwegs. Ab in dein Raumschiff! Verbreite Chaos und Verwirrung, indem du den Entführungsstrahl aktivierst und Gegenstände oder Lebewesen schweben lässt. Stehen bleiben! Kommunisten! Da frisst ein riesiger, haarloser Hamster unsere Rüben! Lass mich runter, du fieses Vieh!
Verdammnis! Wie soll ich denn ein Gebäude mit einem Entführungsstrahl zerstören? Wie lange sind wir schon dabei? 47 Minuten. Schon die zweite Mission, aber ich würde sagen, das reicht dann jetzt langsam für das Anzocken. Eine Verbesserung für dein Raumschiff? Nein, wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Ach, die habe ich jetzt. Okay, jetzt kann ich das machen. Also viele Hirne aussaugen. Und ich viel Punkte bekommen. Wieso gehe ich denn immer wieder zurück? Doch das, was wir schon hatten. Oder kommen wir jetzt in die Stadt? Crypto. Diese Wiederkäuer scheinen von den Menschen genetisch verändert worden zu sein. Aber zu welchem Zweck? Du musst diese seltsame mutierte Spezies untersuchen. Gehirne! Gehirne? Gesundes grünes Leuchten? Diese Narren! Sie haben die armen Viecher genetisch verändert und in radioaktive, explosive Zombie-Kühe verwandelt! Führe ihnen vor Augen, wie närrisch ihre verrückte Wissenschaft doch ist! Waffe fallen lassen! Ein Kleinwüchsiger! Nein! Ein Stoßhörnischer! Angriff! Ein Moment, Schreibstück! Auf geht's! Aufhören! Jetzt bist du auf die Knie! Bleib stehen! Tanz für mich! Aufhören! Mein Kopf! Mein Kopf! Aufhören! Was ist hier los? Waffe frei zum Töten! Nimm zu meinen gefreiten Fall! Oh! Yeah.
tut weh! Oh Gott, gütiger! Mein Mann! Was zur... Extraterrestrische! Oh. Ich loch dich ein, Mist. Okay, okay. Oh. Respektiert die Polizei! Ein Kleinwüchsiger! Nein! Ein Kleinwüchsiger! Hol mir die Fußseite mit dir! Ich hätte dich schnapp ich mir! Oh. Oh. Das geht. Oh. 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 Ich hab ganz jetzt einfach mal drauf losgestiefelt. Legen wir los! Waffe fallen lassen! Ich kam aus dem All! Ein Kleinwüchsiger! Nein! Ein Außerirdischer! Angriff! Aufhören! Ich hab ganze Dörfer in Korea niedergebrannt! Glaubst du, ich habe Angst vor dir? Du bist tot, Alter! Zeit zum Töten! Ich hätte gern meine Gravität. Ich befehle dir, mich abzusetzen. Genau wie in der Weg oder ich schieße durch dich durch. Getötet. Das sollte doch eine Forschungsmission werden und kein Blutbad. Okay, und soll kein Blutbad werden. Aber die haben mich angegriffen. Nötig ich zuerst, aber trotzdem. So, machen wir mal zum Hauptmenü zurück. Ich finde, abgesehen davon, dass mir das Spiel mega Spaß macht und ich habe ja die ersten Teile schon damals auf den alten PlayStation-Konsolen gespielt, finde ich das momentan eine gute Abwechslung zu Ghost of Tsushima, wo ich halt schleichen und immer auf Gegenschlag und darauf achten muss und hier ruf und schleichen und kontern und so einfach mal ein paar Gehirne aussaugen. Ich glaube, das könnten wir auch nach, wenn wir mit Ghost of Tsushima fertig sind, könnt ihr mir gut vorstellen, dass wir das dann let's playen. Könnte ich mir gut vorstellen. Könnt ihr ja mal unten drunter schreiben in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Ich werde bei Twitch auch mal die Umfrage machen, weil die Streams werden dann auf Twitch sein, nicht auf YouTube. Und ja, ich finde es wirklich eine gute Umsetzung von einem alten Spiel im neuen Gewand. Sound ist cool, die Musik ist cool. Die Grafik ist super, ja, die Charaktere sind ein bisschen überspitzt dargestellt, aber die Kommentare finde ich toll. Aber gut, so war die alte Zeit und damals haben sie, ich kann mich nicht daran erinnern an die ersten Teile so richtig, ob sie das da auch überspitzt hatten, weil da war ja auch alles Englisch, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, das ist ja auch schon, oh Gott, wie viele Jahre ist nicht her, ich habe keine Ahnung, etliche Jahre. So,
Aber von mir auf jeden Fall Doppeldaumen. Also ist cool gemacht. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Vielleicht machen wir auch Platin. Müssen wir mal gucken. Das interessiert euch ja auch immer brennend. Ob ein Spiel Platin hat. Ja, es hat Platin. Dann gucken wir bei den schwierigen, bei den Gold. Schließe alle optionalen Missionen ab. Okay. Nutze das Holodeck, wenn nötig. Ah, wir haben ein Holodeck. Okay, also könnten wir praktisch die ersten Missionen nochmal die Sachen wiederholen. Das ist sehr gut. Erreiche alle Herausforderungen, Bestnoten. Das wird hart, denke ich mal. Alle Upgrades freischalten. Ja, da muss ich halt viele Gehirne scannen. Aber nachdem ich jetzt hier schon ein paar Trophäen gekriegt habe, ich habe hier gerade mal eine Stunde gespielt, habe hier 16% und bei Ghost of Tsushima habe ich 30 Stunden Spielzeit schon, wenn nicht sogar mehr, und bin gerade mal bei 12%. Ja, also für mich auf jeden Fall eine gute Umsetzung. Ich hoffe, Teil 2 und so wird auch dann noch kommen. Mich freut es auf jeden Fall und kann es wirklich nur empfehlen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir werden es auch weiter, bald weiter im Twitch-Stream spielen. Ich bin jetzt aber erstmal weg. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Das hat euer Odin.